So, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eladrim zu einem neuen Let's Play Pokémon Sonne. Hier direkt vor der Inselprüfung in diesem verlassenen, dunklen Resident Evil Fake Supermarkt. Dort werden wir gleich hineingehen und uns der Inselprüfung stellen. Aber vorher wollte ich euch noch ganz kurz, ja, ich weiß, das nervt schon wieder, wollte euch ganz kurz mal erwähnen, dass, nur mal zur Vorwarnung, dass ich heute ein wenig erkältet bin. Ich bin krank, deshalb wird derb Zwergi mal heute ein wenig schnaupen. Das wird sich auch größtenteils nicht rausschneiden lassen, wenn ich schnaupe, weil das, ja, ich werde es natürlich versuchen, so gut wie möglich rauszuschneiden. Ich weiß nicht, wie mein Zukunfts-Ich im Schnitt da jetzt drüber nachdenkt. Ja, eigentlich wollte ich einen Vlog heute drehen für euch, aber ja, ich sehe halt aus wie der hinterletzte Zombie und habe Augenringe größer als eine Welt. Die letzten Tage kaum Schlaf bekommen und ist grausam. Also, ja, das wollte ich euch nicht antun, deshalb, ja, ich werde mich trotzdem jetzt nicht von diesen Umständen abhalten lassen und, oh, was denn hier? Kramux? So, ich werde mich jetzt von den Umständen nicht abhalten lassen und trotzdem für euch diesen Part drehen. Also, ja, hauen wir rein und legen los. Gehen wir gleich hinein in das Gebäude. Beginnt. Los geht's. Meine Krankheit hat, also meine Erkältung hat sich auch ein minimales bisschen verbessert, deshalb kann ich schon wieder aufnehmen. Was heißt verbessert, aber gut. Ich klinge nicht mehr ganz so schlimm wie heute Morgen. Das Förderband bewegt sich wie von Geisterhand. Alles klar. Ach so, was ich noch sagen müsste, ich habe vorher ein paar Heilkräuter und ein paar Chemikalien im Pokémon Supermarkt besorgt, damit ich in die Resident Evil-like Gegend mal reingehen kann und auch meine Pokémon ein bisschen entsprechend heilen kann. Deaktivieren wir schon mal den Pokésucher. Das Förderband bewegt sich wie von Geisterhand. Möchtest du den Pokésucher aktivieren? Na klar, ist doch bloß ein bisschen ulkige Hintergrundmusik, aber gut, ist jetzt nicht die ultimative Hintergrundmusik für ein Gruseldings. Na, wo ist das Pokémon, was ich fotografieren soll? Oha, da schwebt es über uns. Zack, fotografiert. Na dann. Das Pokémon hat es dich bemerkt. Ja, schwer mich nicht zu bemerken, wenn ich einen fotografiere. Ein Nebulak wild erscheint. Los, Lea, die vierte. Ja, wie gesagt, Entschuldigung, wenn ich heute ein wenig verschnupft klinge und ein bisschen, ja, unkonzentriert und neben der Spur bin. Aber das bin ich ja sowieso immer. Also, das neben der Spur sein wird euch nicht weiter stören. Das seid ihr ja von mir gewöhnt. Aber das ist ein nächster Gegner. Leicht zu besiegen, Nebulak. Okay, das haben wir. Natürlich nehme ich. Oh, ein Pikachu! Wo kommt denn das her? Ist das meins? Ja, natürlich nehme ich das nachts auf, weil wäre ja Schwachsinn, tags eine Gruselfabrik zu betreten. Wäre langweilig. Der Einkaufswagen bewegt sich wie von Geisterhand.
Na dann werden wir uns mal antrauen. Dein Kursang bewegt sich wie von gestern, das hatten wir schon. Möchtest du den Pokémon-Sucher aktivieren? Ja, ich möchte den Pokémon-Sucher aktivieren. Ich möchte den Pokémon-Sucher aktivieren. So, suchen wir mal. Oha, da sehe ich doch schon den. Na, richtig drauf, richtig auf die Linse. Und zack, naja, könnte besser. Das Pokémon hat dich bemerkt und greift an. Verzeihung, ich muss mal schnauben. Die Nase will abhauen. Ja. Finte, ich hoffe, das bringt etwas. Nein, Tiefschlag. Aber ich glaube, Lea ist mittlerweile stark genug. Die hält das aus. Ja, das war doch ein guter Treffer. Und bald ist das nächste Level erreicht. Für Lea auch. Ben hat ein nächstes Level erreicht. Gut, weiter geht's. Ich schätze mal, ein Pokémon ist nichts weiter drin. Ich schätze mal, es wird noch ein Pokémon geben und dann als nächstes das Herrscher-Pokémon. So wie ich das kenne aus den Prüfungen. So, wo ist das nächste? Und wo ist der next? Ganz viele leere Regale und ganz viele Pakete hier herumstehen. Wild über den Haufen geworfen. Als hätte hier etwas getobt. So, wo bist du? Nächster Herausforderer. Oha, die Puppen schweben. Die Plüschpuppen bewegen sich wie von Geisterhand. Na dann. Natürlich renne mal direkt drauf los. Wie denn auch sonst. Die Plüschpuppen bewegen sich wie von Geisterhand. Möchtest du den Pokémon-Sucher aktivieren? Ja. Ist eigentlich eine richtig unkluge Sache, einfach auf die Sachen loszurennen. Oh, da sehe ich einen Gengar, wenn ich mich nicht irre. Wo ist das? Wo? Na, komm, wo bist du? Zeig dich. Ist echt Jumpscare des Todes. Wo? Ja doch. Ach, habe ich nicht getroffen. Es bewegt sich aber auch schnell. Wow. Ja, lustig drauf bin ich immer noch, trotz Krankheit. Das Pokémon hat dich bemerkt. Gengar, wild erscheint. Das sind doch unsere Lieblingsgeist-Pokémon. Gengar sowieso das Lieblings-Pokémon. Finte wird vielleicht jetzt auch helfen. Wer weiß. Oh, Spukball ist auf jeden Fall eine nice Attacke. Wie die jetzt wieder auch animiert ist, das ist auch nice. So, Fensterfaust, bitte halt aus, Lea. Du bist mittlerweile ein guter Kampfpartner, wie wir hier gerade in diesem Part sehen. Lea macht heute dem Team alle Ehre und erreicht dafür Level 27. Das hat sie sich sowas von verdient. Ja, du machst mich wirklich stolz, Lea. Ich hätte nie gedacht, dass aus einer Lea bei mir mal was wird. Sind viele schon gestorben, viele Leas. Lea die erste, Lea die zweite, Lea die dritte. Das ist Lea die vierte. Und die scheint sich zu beweisen. So, und da geht's rein. Obwohl du nichts getan hast, ist die Tür nun nicht mehr abgesperrt. Ach so, also doch nicht, Resident Evil. Weil in Resident Evil sind die Türen doch alle verschlossen. Hier gibt's immer nur
eine Tür im ganzen Haus, die zu öffnen ist. Und bevor wir da mal durchgehen, zack ich nochmal die Lea geheilt. So, jetzt ist das Team wieder gut geheilt, jetzt können wir da rein. Und hier kommt vermutlich unser Endgegner, unser... Ach, wie heißt das? Boss-Pokémon. Ich habe schon wieder eine kurze Zeit vergessen, aber gut, wir werden es ja sehen. Eine unheimliche Aura ist von irgendwoher zu spüren. Der Pokémon-Sucher hat sich von ganz alleine aktiviert. Wir sind hier offenbar in einer Art Lagerraum. Hier hängen so gemalte Bilder. Da sind wir wieder bei Resident Evil. So von Kinderhänden gezeichnete Bilder. Hier ein Mädchen mit zwei Pikachus. Da sehen wir den Schwanz eines Pikachu. Ein von einem Kind gemaltes Pikachu auf einer grünen Landschaft. Das sieht ziemlich gruselig aus. Betrachten wir mal das Bild. So kunstbetrachtungsmäßig. Das Pikachu übergibt sich dort scheinbar, wie es aussieht, in einem lilanen Strahl. Wow, es wird immer gruseliger. Hier ist ein Pikachu immer dunkler werdend, also ein schwarzes Pikachu auf einem grauen Hintergrund zu sehen. Ich beschreibe sie alle sehr gut für euch, damit ihr wisst, oh, ein Pikachu in einem Schwimmreifen. Ist auch sehr schön. Hier noch einmal ein von einer Kinderhand gezeichnetes Gemälde. Hier auf einer Blumenwiese mit blauen Blüten und einer Sonne, die oben links in der Ecke ist. Es wird hier heute eine Kunstbetrachtungsstunde. Oha, was ist das? Das ist aber kein Pikachu. Das müssen wir noch glatt fotografieren. Es bracht's vor sich hin. Wir haben kurze Zeit mal einen Pikachu gesehen, aber was ist das? Es greift uns an. Mimikma-Herrscher hüllt sich in irgendeine Aura. So schnell konnte ich jetzt nicht mitlesen. Los, Lea, ich denke, du schaffst das Level 33. Versuch's mal mit Tinte. Nuller, okay, ja. War schon fast klar, dass Lea jetzt die Inselprüfung jetzt nicht unbedingt aushält. Aber wir können es mal mit Kaiotsu versuchen. Mimikma ruft Mitstreiter. Und wie wir es kennen, kommt ein Mitstreiter. Und zwar in Apollo. Okay, das ist schon... Das wird jetzt eine ernstzunehmende Herausforderung. Ein Apollo ist ja sonst eigentlich schon ein guter Gegner. Aber ein Mimikma, das kennen wir noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das so ist. Müsste ich Elektro sein, weil... Du, es ist... Kostümpunkt. Okay. Es ist ja irgendwie ein Pikachu, aber... Was hat denn das da gerade in den Kopf gemacht? Aber irgendwie auch nicht. Es ist irgendwie ein Geist-Pokémon, aber irgendwie ein... Tja. Ich werde mal meine Selbstkraft einsetzen. Super Wassertornado. Ich weiß halt wirklich nicht, was effektiv auf das Mimikma ist. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also... Wird das jetzt... Auch dadurch, dass jetzt noch nicht klar ist, was das für einen Effekt hat, zu einer interessanten Herausforderung. Ja, aber das scheint ihm ein wenig was gemacht zu haben. Natürlich hat es jetzt Kaiotsu mit seiner scheinbar starken, super effektiven Attacke auch besiegt. Das hieß jetzt quasi, Lea die Vierte ist tot. Laut den Wettlaufregeln. Ich würde sie gerne, super gerne, in einer Inselprüfung außer Kraft setzen, weil, ja,
es ist nicht sehr gut, da nochmal mit. Wir haben gerade unser Team trainiert und ich möchte jetzt wirklich kein neues Team zusammensetzen. Oh, Donnerschock scheint effektiv zu sein. Jetzt ein Pikachu gegen ein Mimikma. Das wird wirklich spannend. Natürlich die Mega-Attacke. Ich weiß wirklich nicht, was hinter dieser Mega-Attacke steckt. Aber scheinbar ist irgendwie schafft es sogar Kaijutsu zu besiegen. Kaijutsu ist unser zweitstärkste Pokémon im Team aktuell. Da kommt nur John darüber. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das jetzt anstellen soll. Aber es sieht gut aus. Ich werde mal Dark Lariat ansetzen, weil ich vertraue auf diese Attacke. Aber steht halt bei meinem Mimikma nicht so effektiv drin. Und diese Attacke ist jetzt wieder. Ah, scheinbar ist sie bei John jetzt nicht sehr effektiv. Apollo mischt natürlich auch mit. So, zeig, was Dark Lariat auf sich hat. Weiß man natürlich nicht. Doch, Mimikma wurde besiegt. Das ist gut. Haben wir geschafft. So. Apollo. So, das werde ich jetzt auch noch platt machen. So. In der Herausforderung geschafft. Wenn das mal nicht nice war. Haben wir die doch richtig berechnet? Ja, ich umrechne. Glaubt das mir. John erreicht Level 38. Das ist nett. John versucht Fuchtler zu erlernen. Soll eine andere Attacke durch Fuchtler ersetzt werden? Nö, kein Bedarf. Ich denke, ich bin mit den Attacken zufrieden, die er gerade hat. Kann so bleiben. Wenn das mal keine spannende Herausforderung war. Es war zwar ein bisschen leichter als die anderen, aber es war auf jeden Fall spannend. Du besiegst Mimikma Herrscher. Na, auf jeden Fall ist das spannend gewesen. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin der Meinung, das war ein epischer Kampf, eine epische Herausforderung. Gerne wieder. Mimikma ist irgendwohin verschwunden. In Pokémon Sucher befindet sich jetzt ein weiteres Foto. Es ist verschwommenes Foto von Mimikma. Und da sind wir scheinbar wieder draußen. Und den Part würde ich auch gleich gerne beenden. Willkommen zurück, Zwergfürst. Dann will ich mich gleich mal deine Fotos ansehen. Zeig mal her. Jetzt dürfen wir uns die auch nochmal angucken. Super, das ist Mimikma. Ein Schnappschuss von Mimikma gelingt nur den wenigsten. Bravo. Also dann. Okay, wir dürfen uns nicht angucken. Wir kriegen jetzt nur den Z-Kristall. Den. Der Psycho-Z-Kristall. Ich habe zwar noch kein Psycho-Pokémon, aber wird vielleicht noch. Prüfung bestanden. Na, hervorragend. Du hast den Z-Kristall des Typ Geist, auch Phantomion Z genannt, an dich genommen. Willst du die Z-Kraft vom Typ Geist anwenden, dann machst du das mit dieser coolen Pose. Okay, die sieht auf jeden Fall lustig aus. Da du meine Prüfung bestanden hast, darfst du hier jetzt auch alle Pokémon fangen. Na dann, werden wir mal reingehen und uns vielleicht sogar mal ein Mimikma fangen. Ich denke nicht, dass das möglich ist, aber auf jeden Fall werden wir uns ein Apollo fangen. Oder ein Gengar, was wir halt finden. Und die gibt's oben drauf. Du erhältst 10 Exemplare des Items Finsterball. Na, das ist super. Vor allem beim Fangen von Pokémon. Von Geister-Pokémon. Geister-Pokémon sollte man immer dabei haben, wenn du mich fragst. Ja, finde ich auch so. Und da werden wir gleich im nächsten Part reingehen und dann noch ein paar Pokémon fangen, denke ich. Was? Der Pokémon-Sucher hat sich von alleine aktiviert, als du das Hinterzimmer erreicht hast.
Jetzt hör schon auf, Zwergfürst. Du willst mich doch auf den Arm nehmen. In diesem verlassenen Laden gibt es doch gar kein Hinterzimmer. Alles klar. Es gibt gar kein Hinterzimmer. Wenn du mir Angst einjagen willst, musst du dir schon eine bessere Geschichte ausdenken. Aber ich habe jetzt Angst. Brrr. Was war das denn? Mir ist gerade eiskalt über den Rücken runtergelaufen. Ob es wohl plötzlich kälter geworden ist? Ach was, das bilde ich mir bestimmt bloß ein. Ja, jetzt habe ich Schiss vor diesem Part. Gut, dass er vorbei ist. Jetzt werden wir ihn auch beenden. Däumchen nach oben, Däumchen nach unten. Im nächsten Part gehen wir da nochmal rein und gucken dann nochmal nach, was in dieser verdammten Hinterkammer los ist. Ich will die nochmal sehen. Ich werde die dann nochmal finden. Da war eine Hinterkammer. Das lasse ich so. Ich überprüfe das im nächsten Part nochmal und dann fangen wir uns vielleicht ein paar gute Pokémon und dann ein Däumchen nach oben, sagt ihr schon. Abo da lassen, wenn ihr neu seid und ja, den nächsten Part nicht verpassen wollt. Also, ja. Seid beim nächsten Mal mit dabei. Gehabt euch wohl. Haut, Renne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Boah. Boah. Habe ich Angst.